Hallo und herzlich willkommen zur Daily Challenge hier bei Rayman Legends. Heute geht es mal wieder in Murphys, nee, Entschuldigung, Land der wandelnden Seelen geht's rüber. Und der gute Abelard, ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, das ist, ja, hat schon sehr, sehr gut vorgelegt. Ich weiß nicht, ist er Bronze, ist er Diamant oder ist er Gold? Ja, aber schauen wir erstmal in die heutige Challenge ein bisschen rein. Vom Schwierigkeitsgrad her geht's eigentlich, allerdings ist gerade der Goldbereich, ja, mal wieder durch eine eklige Wand halt eben, oder Schwierigkeitswand halt eben so geteilt. Auch hier diese Elemente, die sie jetzt hier am Anfang eingebaut, finde ich gerade für Anfänger im Bereich der Challenge halt eben sehr, sehr fragwürdig. Ja. Aber ansonsten, wenn ihr das seit einer Weile spielt oder so, dann ist das alles eigentlich gar kein Problem. Weil dann macht man das eigentlich schon fast blind, wie ihr es auch hier seht. Ja, man läuft das eigentlich alles nur noch schön durch halt eben und muss sich nicht mehr großartig Gedanken machen oder sich auf das ganze Spiel hier konzentrieren. Gut, hier kleiner Sprung, hier großer Sprung. Ich werde wieder ein bisschen was halt eben gerade zu den Sprüngen oder Taktiken halt eben erzählen. Hier wird es kleine Sprünge runterfallen lassen, durchschlagen und dann den Propeller einsetzen. Dann kommt man hier überall schön durch. Ja, ich werde das Ganze hier ein bisschen kommentieren und erzählen, was ich gemacht habe, beziehungsweise wie ich hier vorgegangen bin. Und dann hoffe ich, dass euch das ein bisschen was hilft. Hier auch wieder kleiner Sprung, runterfallen lassen. Gut, hier wieder drüber, großer Sprung, nochmal großer Sprung, hoch und durch, nochmal zum Beschleunigen. Hier wieder die kleinen, die sind ja natürlich leichter, machen entsprechend kleine Sprünge, gehen weiter, auch wieder hier klein. Und dann haben wir auch schon die 900 Meter und sind jetzt demnächst dann kurz schon bei der Grenze. So, hier beschleunigen, damit wir auch schön drüber kommen. So, und ja. Jetzt zieht es natürlich deutlich an. Hier, das ist meistens so ein typischer Fall halt eben, wo gerade Anfänger halt eben halt sterben, wenn man halt eben, dann vergisst halt eben nach unten durch. So, hier nochmal drüber. Und an diesem Punkt merke ich immer so, okay, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt muss ich anfangen, mich zum Konzentrieren. Ja, auch nochmal. Ne, es war noch nicht. Es war diese, gerade dieses mit den Ringe, wo jetzt gleich kommt. Wenn wir da durch sind, dann wird es eklig. Genau, hier kommt's. Und ja, danach wird es eigentlich echt... Oh. Wird es eigentlich echt richtig hammerhart. Also ihr seht, es kommt wieder diese Späße hier mit den Stäben. Hier vorsichtig durch. Ich aktiviere nochmal entsprechend und hau mich hier dagegen. Ich würde es vielleicht nochmal probieren. Ihr seht, es war recht happig, gerade halt eben bis in diesen 1500 Bereich reinzukommen. Und gerade dieses eine mit den Ranken war extrem eklig, wo man hier schräg durchspringt. Nichtsdestotrotz Platz 20, das bedeutet Top 6%. Das geht eigentlich für heute. Und ja, falls nichts mehr kommt, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns morgen. Und ansonsten, ja, gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat oder es euch was gebracht hat. Bis dann!